wie so ein Kissen. Cheers. Oha, so geil. Die Konsistenz ist einfach ein Traum. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Daily. Ich bin dieses Mal im Asia Store und kaufe die wildesten Produkte ein. Die werde ich danach für euch testen, aber jetzt gehen wir als allererstes einkaufen. Viel Spaß beim Video. Ich habe jetzt als erstes Yopoki Reissticks mit in der Sorte Kimchi, ein Sweet Potato Cake, Sorte Matcha und es ist Milk Bubble Tea. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind diese Rahmen. Ich habe die immer noch nicht probiert und heute ist der Tag. Mangos mit Chili, die Natur wird sich freuen. Die Ausbeute, wir fahren jetzt nach Hause und testen das alles. Ich bin wieder zu Hause, zurück vom Einkaufen. Das ist meine Ausbeute. Richtig nice Sachen. Ich könnte da Stunden in diesem Supermarkt verbringen. Ich freue mich am allermeisten auf den Bubble Tea und auf die gehypten Rahmen. Also, let's go für den Taste Test. Ich probiere als erstes Instant Rice Sticks in der Sorte Kimchi. Das war auch das erste, was ich gesehen habe und direkt ausprobieren wollte. Ich kenne das auch von Insta. Das haben auch viele schon mal so nachgemacht. Ich habe es aber noch nie probiert. Da sind einmal diese Rice Sticks und das Kimchi Powder. Es gab auch verschiedene Sorten, also ich glaube, immer die Base sind halt diese Rice Sticks. Das füllt man jetzt mit Wasser auf und dann macht man das Pulver rein. Es riecht so krass schon nach Gewürzen und nach Kimchi. Das lassen wir jetzt kurz stehen. Während die Reissticks jetzt durchziehen, probiere ich jetzt den nächsten Snack. Und zwar sind das so vegetarische Fleischsnacks. Die sind wahrscheinlich krass gewürzt und sahen mega süß aus. Okay, krass. Also ich nehme mal an, dass man das einfach jetzt so aus der Verpackung essen kann. Alle sind einzeln verpackt. 4 Stück sind hier drin. Und es riecht so intens. Die Konsistenz ist mega geil. Das ist so faserig. Und es ist ultra ölig. Von dem Geruch her hätte ich gedacht, es schmeckt viel, viel krasser. Aber es schmeckt kaum nach etwas, also viel zu wenig gesalzen. Ein paar Sekunden später. So, die Reissticks sind fertig. Das riecht schon richtig nice. Allein diese Konsistenz, ich finde, sieht so gut aus. Vor allem, die sehen aus wie Penne, nur aus Reispapier. Das ist genau mein Ding, diese gatschige Konsistenz. Und die Soße ist so süß-sauer, gut scharf. Boah, das ist echt geil. Ich liebe auch einfach den Taste von Kimchi. Ich finde es so lecker, dieses scharfe, süße, saure. Richtig, richtig lecker. Das ist auf jeden Fall von mir improved. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Ich bin darauf richtig gespannt. Getrocknete Mangos mit Chili. Ich kenne nur frisches Obst aus Mexiko mit auch so einem Chili-Gewürz. Das finde ich richtig, richtig nice, die Kombi. Das sind so getrocknete Mangos, aber so richtig große Scheiben. Die Mangos sind zu süß. Die schmecken wie diese kandierten getrockneten Mangos. Das mag ich gar nicht. Und man schmeckt das Chili 0,0 raus. Also an sich eine geile Kombi. Aber ich mag einfach diese gezuckerten getrockneten Mangos leider gar nicht. Zur Abwechslung ein Drink. Und zwar ist es ein Milk Bubble Tea. Ich habe das einzige und erste Mal Bubble Tea getrunken, ich glaube vor 10 oder 15 Jahren, als dieser Hype so groß war. Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch Milk Bubble Tea auch in Cafés oder in Stores zu kaufen. Das ist die Sorte Matcha, weil ich Matcha liebe. Ich bin auch ein bisschen excited. Cheers. Schmeckt einfach wie so ein Matcha-Latte. Bei mir kommen keine Kugeln raus. 2 Stunden später. Ich habe mir jetzt nochmal einen Strohhalm geholt, um diese Bubbles da raus zu bekommen. Das habe ich heute mitgetrunken. Die Kügelchen schmecken eigentlich nach gar nicht so viel. Man kaut halt einfach so ein bisschen auf was rum. Aber ich finde die Sorte Matcha mega, mega lecker. Schmeckt richtig lecker nach Grüntee. Richtig geil aromatisiert. Und ich finde es cool, dass es irgendwie so ein Milchgetränk ist. Jetzt probiere ich eine Seaweed Roll in der Sorte Barbecue Sauce. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig süß aus. Und es fühlt sich an, als wäre gar nichts drin. So richtig heikel. Eine so eine Rolle hier drin. Das war's. Oha, so geil. Oh, das ist so lecker aromatisiert. Und es ist voll süß. Oh, es hat so diesen leckeren Seetang-Geschmack. Das ist ja so lecker. Geiler Crunch. Ich finde vor allem auf Seaweed rumzukauen macht so Spaß. Diese Konsistenz kann man halt nicht beschreiben. Es ist halt nicht wie Chips, sondern viel luftiger. Und der Taste ist richtig, richtig nice. Es könnte noch ein bisschen schärfer sein. Und es ist wirklich sehr süß, aber auch sehr salzig. Ich würde vielleicht auch jetzt nicht den Geschmack Barbecue so doll rausschmecken. Bisschen schade, dass hier nur so eine kleine Rolle drin ist. Sehr, sehr lecker. Worauf ich am meisten gespannt bin, sind diese Rahmen. Ich habe die überall auf Social Media 1000 Mal gesehen und jetzt probiere ich die.
probiere als erstes die Carbonara. Die sind gut scharf. Der erste Bissen ist auf jeden Fall aromatisch. Auch ein bisschen würziger, ein bisschen salziger. Ich finde, man schmeckt jetzt nicht irgendwie die Sorte Carbonara raus. Die haben eine gute Schärfe, aber ich hätte es mir die ganzen Rahmen noch viel aromatischer vorgestellt. Gewürz, bisschen salziger. Dieses typisch würzige, was man auch von Rahmen kennt. Das fehlt mir auf jeden Fall. Jetzt probiere ich die klassischen. Die sind noch ein bisschen schärfer. Schmecken mir auf jeden Fall direkt besser. Obwohl das ja nur die klassische Variante ist und da ja nicht noch ein extra Gewürz on top ist, schmecken die tatsächlich würziger. Man schmeckt auf jeden Fall das Chili-Flavor raus. Aber auch hier würde ich mir noch so einen extra Taste wünschen. Nochmal ein bisschen eine würzigere Note, dass du nicht aufhören willst zu essen, weil es so lecker, salzig, würzig nach Sojasauce, Umami schmeckt. Und das fehlt mir tatsächlich bei beiden. Ich finde beide geil scharf, aber ich würde sie mir beide auf jeden Fall noch nachwürzen. Nach den Rahmen brauche ich natürlich noch was Süßes, einen kleinen Nachtisch. Und zwar ist es ein Süßkartoffel-Käsekuchen. Sieht so richtig fluffy aus. Ja, die Konsistenz ist einfach ein Traum. Ist wie so ein Kissen. Krass. Also geschmacklich schmeckt das wie so ein Fertigkuchen. Den kennt jeder, den Geschmack. Das ist so ein Vanille-Zitronen-Fertigkuchen. Gibt es auch, glaube ich, von Basen oder so kleine Madeleines oder so. Die schmecken alle so. Aber die Konsistenz ist unschlagbar. Das ist wirklich wie eine Wolke. Man muss gar nicht abbeißen. Das zerfällt auch richtig im Mund. Es ist nicht zu vergleichen mit diesen Soufflé-Pancakes, die sind natürlich nochmal fluffiger. Aber man muss dazu sagen, es schmeckt nicht nach so viel. Die Konsistenz ist eher krasser als der Taste. Das war's mit diesem Taste-Test mit Produkten aus dem Asia-Shop. Ich fand wirklich, alle Produkte waren mega interessant. Keins war dabei, bei dem ich so dachte, oh, das würde ich mir nicht nochmal kaufen. Das Leckerste fand ich auf jeden Fall diese Seaweed-Rolle. Bei den Rahmen habe ich mir bei dem Hype auf jeden Fall mehr erhofft. Was ich nicht gedacht hätte, was mir so gut schmeckt, sind die Kimchi-Rice-Sticks gewesen. Die fand ich von der Konsistenz grandios. Und den Sweet-Potato-Cheesecake fand ich auch von der Konsistenz mega. Also, wie immer, ein super leckerer Taste-Test. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und geht jetzt auch in Asia-Shop. Wir sehen uns, wie immer, zum nächsten Mal wieder.